Zack, zack. Willkommen Leute zu einer ganz spontanen Folge von Minecraft Miro 3. Ich gehe jetzt direkt auf den Server, einfach weil, ja, ich habe nicht mehr wirklich viel Zeit. Heute ist es schon 17.13 Uhr und Juli kann leider nicht aufnehmen, da er krank ist. Aber ich dachte mir, ich muss unbedingt noch eine Folge machen. Wo bin ich? Ich muss unbedingt noch eine Folge machen, weil ansonsten gibt es einen Strike und das will ja keiner. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Server. Ich weiß noch nicht, ob die Musik heute, ich das schaffe, dass wir Musik drin haben. Die großartige Frage ist, was machen wir jetzt? Ich fühle mich so ein bisschen alleine. Erstmal brauche ich mal Wasser. So, ich nehme mal Wasser. Wie gesagt, Juli ist krank, deswegen so. Deswegen gibt es gerade keinen Commentary von ihm. Im letzten Part hatten wir diesen krassen Kampf. Ich glaube, ich werde einfach mal ganz fix mir ein paar Level holen. Das Problem ist auch, dass Julis Koordinaten gepostet sind und dadurch auch meine. Deswegen bewege ich mich da mal kurz weg. Ich muss aber eigentlich dann... Jetzt habe ich Minecraft-Musik an. Das ist nicht gut. Deswegen muss ich dann eigentlich wieder zurückkehren, hier irgendwo hin. Weil er sonst natürlich dann... Ich weiß halt nicht, wann wir wieder aufnehmen können. Weil solange er krank ist, hat das eigentlich keinen wirklichen Sinn. Frage ist, was mache ich jetzt? Die Diamantbrust ist noch nicht gerade so geil. Ich würde eigentlich ganz gerne mir ein Level ranholen, ne? Die Frage ist allerdings, für was? So, ne? Für was? Es tut mir so leid, wenn die heutige Folge ein bisschen unkreativ, unproduktiv ist. Jetzt sieht man das gerade schon. Ich laufe hier dumm wie, rum wie so ein Dummer. Wollen wir mal wieder Nether gehen einfach? Eigentlich ist das total dämlich, aber vielleicht schauen wir mal, was hier hinten ist. Denn, ja, ich muss halt jetzt eine Folge machen, sonst kriege ich einen Strike und das wäre ein bisschen blöd. Und ja, das ist halt doof gelaufen. Ich hoffe, die kriege ich heute auch noch hochgeladen. Deswegen auch ohne Musik jetzt, also wundert euch nicht. Das ist gerade ein bisschen zeitdruckmäßig. Ist hier irgendwas Spannendes? Ich höre mal auf zu springen. Es ist natürlich auch keiner auf dem Server, das heißt, mein Ping ist gerade 0. Das interessiert mich jetzt mal was. Das heißt dann wieder diese unglaublich hohe Zahl. Naja, gut. Leute, ich bin momentan am Überlegen oder am Nachdenken, wie ich das mache, mein Internet zu verbessern. Mein Minecraft-Sound ist gerade ein bisschen laut. Ich mache das mal so. Ich hoffe, das passt alles. Ich nehme gerade zum ersten Mal meine Stimme auch mit OBS auf. Also beides zugleich. Ja. Hoffentlich klappt das alles. Okay. Ich kann ja sonst nochmal schauen, ist hier alles richtig so? Ja, das scheint zu stimmen. Nicht, dass jetzt mir auch die Aufnahme noch abstürzt oder so. Ja. Okay, so, pass auf. Da, ich glaube, ich hole mir einfach jetzt alle möglichen Level. Mehr wird hier, glaube ich, in der Folge nicht passieren. Es geht aber nur darum, dass eine kommt. Das ist jetzt gerade der Grund, warum ich die hier überhaupt aufnehme. Und ja, ich hoffe, Juli geht's bald besser. Könnt ihr mal in die Kommentare gute Besserungswünsche schreiben, bei ihm auch, bei seinen Folgen. Einfach weil das sonst ein Problem sein könnte. Denn unsere freien Miro-Tage sind ja Dienstag und Mittwoch. Da kommen keine Folgen. Da man ja nur 5 Folgen pro Woche hochladen darf, das ist nämlich eine Regelung. Und das Problem ist, dass wir natürlich da keine Videos hochgeladen haben, weil wir es halt uns so schön überlegt haben, unserer Regelung. Sondern wir deswegen eben... Ich will das Essen haben. Deswegen eben dann ins Bedrängnis gekommen sind, weil wir dann natürlich... nicht noch einen auf Vorrat hatten. Was bist du denn? Okay, kümmere ich mich mal um Essen vielleicht? Essen und, Level. Weil ich habe jetzt zwar noch 62 Dingsbumsfleisch, aber nichtsdestotrotz, vielleicht auch Holz. Holz könnte eigentlich auch eine ganz schlaue Idee sein, oder? Weil kann ja sein, dass man das doch mal irgendwann braucht. Holz, da... so ein bisschen was zumindest. Vielleicht braucht man das nochmal für irgendwas. Wir hätten ja auch eigentlich schon länger mit Bücherregalen. Übrigens, wusstet ihr noch, es gibt momentan nur noch 6 Spieler. Also im ganzen Projekt sind gerade noch 6 Spieler. Und darunter bin ich der Einzige, der noch keinen Strike hat. Und das möchte ich eigentlich auch so beibehalten. Aber ich hätte natürlich nicht jetzt großartig was machen ohne Juli, weil das wäre natürlich blöd. Ich weiß gar nicht, ob er besseres Equip hat als ich. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so wirklich auf dem Dampfer. Bin ich mir nicht so ganz im Klaren drüber. Ich wollte dich eigentlich mitnehmen, du.
Na, viel Kohle. Nach. Oh, wobei Federn sind eigentlich auch gar nicht mal so doof. Brauche ich die noch? So. Federn für Pfeile. Ist eigentlich gar nicht mal so doof. Ist eigentlich gar nicht mal so doof. Aber ich darf halt nicht vergessen, dann wieder zum anderen Punkt zurückzukehren. Es sei denn, ich nehme halt doch noch eine Folge auf. Weil morgen brauche ich auch noch eine. Scheiße. Ich brauche ja wohl morgen auch noch eine. Und wenn wir die morgen erst irgendwann. Ah, Kacke. Weil morgen Nachmittag habe ich keine Zeit zum Aufnehmen. Und abends. Ah, vielleicht. Ist die Frage, ob ich jetzt sogar nicht noch eine zweite aufnehme. Was ist das denn? Was? Ach, ein Garados. Ich dachte gerade, das wäre ein. Wie heißt es denn? Ein Robball von Pokémon Mond. Hier ist sonst aber nichts mehr. Ne? Hier haben die Leute alles schon weggefarmt. Unten in den Wald reingehen vielleicht. Der Wald des Grauens oder so. Da ist noch ein Schweinchen. Schweinchen! Hallo! Oh, da habe ich's. Alter! Ich sollte mir dieses Knockback-Schwert irgendwie. Schärfe 4. Woher habe ich das denn? Ich. Alter, ich kann mir. Wow, warte mal. Nur mal so als kleine Frage. Kann ich mir jetzt gerade nicht ein Schärfe 5 Schwert machen? Mit den Leveln wahrscheinlich nicht. Ich guck mal nach, was das kostet. Ich guck mal nach, was das kostet. Wer hat denn unseren Amboss? Ich habe ihn nicht. Scheiße. Verdammt. Aber scheinbar kann ich mir ein Schärfe 5 Schwert machen. Kann sein, dass das von Silberstein ist. Oder hat er denn Diaschwert? Ich habe keine Ahnung. War in dem Kampf ein bisschen Brain AFK. Ich bin es auch gerade. Ich bin immer beim Aufnehmen irgendwie nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Aber das ist ja ganz normal. Ich springe trotzdem die ganze Zeit. Ne? Ich merke das schon. Ich springe trotzdem, obwohl ich sage, ich will nicht springen. Es wird schon ein paar mehr Level brauchen. Sorry, Hase. Hi, Yoshi, was geht? Also ein paar Level brauche ich wohl doch bestimmt noch. Ich könnte mir vorstellen, dass es so 10 Level kostet. Das zu enchanten. Ich will aber jetzt irgendwie nicht in den Nether gehen, wo ich hier gerade diese Steinchen sehe. Hallo, Garados? Scheiße, von wo komme ich? Ach, da vorne ist der Spawn, ne? Gut. Ist der Spawn eigentlich bei 0-0? Hm. Ja, doch. Doch, ist er. Ist er, ungefähr. So, aber sonst. Kürbisse? Können wir mitnehmen, ne? Was haben wir denn hier? Die Kiste. Was ist eigentlich mit der Kiste von Silberstein? Denn ich hatte ja gesagt, dass die. Dass wir da mal waren und dass die da wahrscheinlich nicht mehr ist. Aber scheinbar in seiner Folge sah das aus, als ob die da noch genau da wäre, wo wir damals gewesen sind. Große Frage ist nur, von wo kam er denn? Er kam von da hinten, ne? Egal, wo ist denn jetzt unsere Dingsbums? Ich brauche jetzt eigentlich irgendwoher einen Amboss. Ich weiß bloß nicht, wo ich den krieg. Wir waren noch irgendwo, waren wir doch irgendwo drin in irgendeinem Berg oder so, ne? Aber wo war das? Hier? Silberstein, nee. Wo waren wir denn da im Berg? Wir waren irgendwo im Berg. Ah, oder soll ich mich auf die Suche nach der Team-Chest begeben? Ich meine, die Koordinaten von Juli habe ich ja. Da kann ich ja dann zur Not zu ihm hinlaufen. Oh, Scheiße. Das war dumm. Ist also nicht das Problem. Ah, vielleicht hat er ja noch die Teamkiste. Ich glaube, er kam irgendwo von da hinten, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh Mann. Tja, tut mir leid, Leute, dass ich gerade so ein bisschen neben der Spur bin. Liegt aber wirklich einfach daran, dass ich normalerweise Juli als Kompetenzpartner habe, der mir sagen kann, wow, hallo, was ich tun soll, wo ich hingehen soll. Und das war mein Pikachu, glaube ich. Jetzt momentan bin ich hier ganz auf mich allein gestellt und allein daran, dass ich hier ständig solche Aktionen mache und Fallschaden bekomme, sieht man, dass ich scheinbar ein bisschen scheiße bin. So ganz alleine. Aber ich nehme wirklich mal das ganze Essen noch mit. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich das nicht tun soll. Auch wenn wir es jetzt spontan vielleicht nicht brauchen, irgendwann vielleicht schon.
Ist halt die Frage, wann ist das Finale, wann ist das Projekt vorbei? Albino-Hase, guten Tag. Das ist halt die große Frage. Bin mir gerade nicht sicher, ob das überhaupt schon raus ist. Ich glaube, momentan ist das auch das Problem, dass noch einer einen Strike bekommt und dadurch sein ganzes Inventar getötet wird, also der dann seine ganzen Sachen verliert, weil der halt keine Folgen hochgeladen hat. Und das wäre dann sein dritter Strike, also ein Inventar-Clear, dass das alle Items weg sind. Und wenn man einen vierten Strike hat, dann fliegt man aus dem Projekt raus. Soweit wird es hoffentlich nicht kommen bei Juli, wenn er jetzt länger vielleicht nicht hochladen kann. Ich meine, ich habe Zeit, jeden Tag was aufzunehmen, aber gesund bin ich auch. Das ist sehr schön, ich bin da sehr glücklich drüber, aber das braucht ja auch nicht so bleiben, ne? Also immer so ein Tipp an euch, wenn ihr gesund bleiben wollt, ne? Immer schön Gemüse, nee, Gemüse auf keinen Fall. Hallo Leute, immer schön, immer schön, immer schön, immer schön, Level Farm, immer schön, ein Apfel am Tag, ein Apfel am Tag, wenn man den Doktor nicht mag. Ich weiß nicht, ob das die offizielle deutsche Übersetzung davon ist, aber ich habe es jetzt erfunden. Ich habe es gehört. Habt ihr es auch gehört? Ich habe es gehört. Ich hoffe, der Sound ist laut genug. Da war direkt hinter mir war so ein kleiner Honk, der mich gerne sprengen wollte. Vielleicht noch ein paar Spinnen töten, einfach so. Level können nie farmen. Schaden. Level können nie farmen. Ist das eigentlich schlau, dass ich mein Rückstoßschwert dafür verwende? Ich nehme mal das hier. Denn was Besseres, das Rückstoßschwert könnte ich sonst noch im Kampf verwenden, wenn ich jemanden irgendwo runterkicken will. Das ist natürlich, jetzt habe ich gerade die Taktik geleakt. Jetzt habe ich gerade die Taktik geleakt, die ich dann im Finale mache. Haha, wenn wir so weit kommen. Hier waren noch Tiere. Ich habe mich gerade auch Pilze auf dem Baum. Hoffnungslos verfranst hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, was eigentlich gerade mein Plan war. Ich glaube, ich wollte Silbersteins Kiste suchen. Allerdings weiß ich gar nicht. Gott, was ist der? Oha! Allerdings weiß ich gar nicht, ob die überhaupt in diese Richtung hier ist. Und überhaupt. Immerhin, ich freue mich gerade, dass die Mobs nicht laggen. Ich sollte vielleicht auch irgendwie Gold suchen oder so. Hallo? Enderperle? Wir müssen Enderperle! Jawohl! Eine Enderperle für den Herrn. Du kommst gleich hinterher und gibst mir hoffentlich auch noch eine. Gott, macht der Schaden! Holy fuck! Mach einen Abgang. Die machen echt Damage, die Jungs, ne? Aber dafür habe ich jetzt eine Enderperle. War es, glaube ich, wert. Ich spiele natürlich auch ein bisschen YOLO, ne? Ist mir schon klar. Ich spiele ein bisschen YOLO-mäßig. Aber ganz ehrlich, ne? Das ist ja sonst auch nicht. Nicht interessant, oder? Ist ja sonst nicht interessant. Freie Fläche. Gott, was ist denn? Was ist denn das hier? Ich bin gerade im Kampf meines Lebens gefangen. Hallo Enderman. Ich weiß, dass du Schaden machst, wie die Hölle. Du kannst mit deinem Erdblock machen, was du willst, aber mich tötest du damit nicht. Boah, zum Glück spielen wir auch auf der 1.8, ne? In der 1.9 wäre ich schon fünfmal gestorben, weil ich nicht so schnell klicken kann. Ihr gebt mir übrigens gut Level. Ich danke euch dafür. Das ist, toll. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Sorry, Hase. Du musst für mein Schärfe 5 Schwert sterben. Vorausgesetzt, ich brauch dich dafür überhaupt. Also eine Enderperle ist schon ganz geil, ne? Kann man schon mal machen. Habe ich, glaube ich, schon mal probiert, eine zu bekommen. In einer Minute bin ich dann tot. Rausgeflogen. Dann deswegen sollte ich mich mal langsam irgendwo hinbegeben, wo ich nicht vielleicht sofort getötet werde. Ich hoffe, man hört mein Mausklicken nicht so laut. Meine Maus ist ziemlich laut. Ist halt keine Gaming-Maus. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich noch eine Folge aufnehme. Weil eigentlich macht das Sinn. Eigentlich macht das halt wirklich Sinn. Boah, sind hier viele Tiere. Holy shit.
Eigentlich macht das wirklich Sinn. Falls es wirklich morgen nicht mehr zu einer Folge kommt, dann habe ich noch was. Und da wäre ich auf der Nummer, sicheren Nummer sozusagen. Es war jetzt vielleicht doof, die beide gleichzeitig anzugreifen, aber. Oh, geil. Nice. Okay. Weißt du was, ich logge mich einfach hier auf dem Feld aus. Danke euch fürs Zusehen von der heutigen Miro-Folge. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao. Danke fürs Zusehen.